Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich jetzt nun den zweiten richtig heftigen Glitch des heutigen Tages für euch, denn in diesem Video werde ich euch jetzt nun den besten und auch den schnellsten Money Glitch aller Zeiten in GTA Online zeigen. Mit diesem Glitch könnt ihr euch ohne Scheiß ein Auto in circa 30 Sekunden duplizieren und das auch ohne, dass ihr wirklich was dafür machen müsst. Außer, dass ihr im Teleport-Glitch sein müsst, den ich ja bereits vorhin für euch hochgeladen hatte. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch sonst nichts weiteres Besonderes, denn für diesen Glitch braucht ihr keinen MOC, keinen Bunker, keine Firmengarage, keinen Hangar und auch keinen Avenger. Sprich, jeder von euch, der eine ganz normale 10er Garage besitzt, kann diesen Glitch hier machen und deshalb wäre es auf jeden Fall auch echt fresh von euch, wenn ihr mir für diesen überkrassen Glitch einen Like da lassen würdet, da es einen besseren Money Glitch wohl nicht mehr in Zukunft in GTA Online geben wird. Außerdem wäre es auf jeden Fall auch echt cool von euch, wenn ihr dieses Video hier mit all euren Freunden teilen würdet, wenn sie eben gerade Geldprobleme in GTA Online haben, denn diesen Glitch sollte hier wirklich jeder GTA-Spieler ausnutzen. Und ja, falls du mich jetzt noch nicht abonniert hast, dann kannst du das Ganze jetzt auch gerne kostenlos machen, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Aber ich würde mal sagen, dass ich jetzt an dieser Stelle schon wieder viel zu viel rumgelabert habe und deshalb würde ich mal sagen, dass wir jetzt nun endlich mit den Vorbereitungen für diesen Glitch hier beginnen. Also let's go! Also zunächst einmal müsst ihr im Teleportations- bzw. im Editoren Online-Glitch sein, den ich ja bereits für euch vorhin hochgeladen habe. Falls ihr diesen Glitch jetzt aber noch nicht kennt bzw. ihn noch nicht gesehen habt, dann schaut doch jetzt einfach mal unten in meine Videobeschreibung oder in den angepinnten Kommentar, denn dort habe ich euch das Video für diesen Glitch noch einmal verlinkt. Also guckt euch erst dieses Video an, das Editoren Online-Glitch-Video, und dann kommt wieder zurück hier zu diesem Video und schaut euch diesen Money-Glitch hier an. Als nächstes braucht ihr irgendeine x-beliebige Garage in GTA Online und dabei ist es auch vollkommen egal, um was für eine Garage es sich hierbei handelt, denn der Glitch funktioniert mit einer 10er Garage, mit einer 6er Garage und auch mit einer 2er Garage. Außerdem muss diese Garage auch wirklich komplett voll mit Autos sein. Erst einmal braucht ihr jetzt dort drinnen das Auto, welches ihr euch duplizieren wollt, und da kann ich euch wie immer nur einen LG Retro Custom empfehlen, da dieser am Ende das meiste Geld einbringt, und zwar um die 1 Million GTA-Dollar, ich glaube irgendwie so 970.000, 980.000 GTA-Dollar. Habt ihr aber keinen LG Retro Custom, dann nehmt einfach irgendein Auto, welches im Internet von GTA Online weniger als 100.000 GTA-Dollar kostet und dupliziert dann dieses. Zum Beispiel irgendein Lowrider, wie zum Beispiel ein Buccaneer, ein Sultan RS oder einen Moonbeam. Mit einem Panther oder mit einem Buffalo würde das Ganze zwar auch gehen, aber für diese Autos bekommt ihr dann am Ende nur um die 200.000 GTA-Dollar. Falls ihr euch aber Fahrzeuge wie einen T20 zum Beispiel duplizieren wollt, dann könnt ihr das zwar machen, aber ihr könnt dann am Ende die Kopie leider nicht verkaufen, da das System dies nicht zulässt. Aber ihr könnt ja auch einfach das Originalauto verkaufen und das Duplikat behaltet ihr dann ganz einfach. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr auf jedem Auto, welches ihr euch dupliziert, ein eigenes Kennzeichen drauf habt, welches ihr euch über die iFruit-App bestellt habt, denn sonst wird das Auto bzw. die Kopie hinterher zu einer dreckigen Kopie, die vom Anti-Cheat-System erkannt wird. Außerdem braucht ihr auch noch in dieser Garage so viele Autos, die ihr opfern könnt, wie ihr euch eben Autos duplizieren wollt. Und da kann ich euch wie immer nur einen LG RH8 empfehlen, da dieses Fahrzeug eben kostenlos ist. Aber selbstverständlich könnt ihr hier auch Autos nehmen, die ihr einfach nicht mehr braucht. Ich dupliziere mir hier auf jeden Fall in diesem Video eine komplette 10er Garage und deshalb stehen in meiner 10er Garage auch 9 LGs drin, neben dem LG Retro Custom, den ich mir ja duplizieren möchte. Und zu guter Letzt braucht ihr jetzt dann noch die Hilfe von einem Freund, und falls ihr keinen habt, der mit euch diesen Glitch macht bzw. der euch helfen kann, dann fragt einfach mal unten in meinen Kommentaren nach und helft euch dann gegenseitig weiter und verabredet euch einfach unten in den Kommentaren. So, habt ihr diese Dinge jetzt nun vorbereitet, dann könnt ihr jetzt auch schon mit dem eigentlichen Glitch beginnen, also auf geht's.
So, begebt euch jetzt als allererstes mal in eure Garage. Nehmt entweder euren Freund direkt mit dem Auto in eure Garage mit rein oder öffnet jetzt an dieser Stelle einfach euer Interaktionsmenü und dann ladet ihn einfach zu euch ins Apartment bzw. in eure Garage ein. Habt ihr das nun gemacht, dann lauft ihr jetzt nun zu eurem Auto, welches ihr euch duplizieren wollt, also in meinem Beispiel ja der LG Retro Custom, und dann steigt ihr ganz einfach in dieses Auto ein. So, seid ihr jetzt nun in diesem Auto drinne und euer Freund ist jetzt nun auch bei euch in der Garage oder im Apartment angekommen, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Pausemenü und dann geht ihr auf eure Karte. Und nun teleportiert ihr euch mit dem Auto ganz einfach nach draußen, am besten auch direkt in die Nähe von eurer Garage, damit ihr gleich auch nicht zu weit fahren müsst. So, seid ihr jetzt nun mit dem Auto draußen gespawnt, dann dürft ihr jetzt auf keinen Fall, ich wiederhole mich, auf keinen Fall aus dem Auto aussteigen, denn sonst würde das Auto despawnen und verschwinden, da ihr jetzt schon in einem duplizierten Auto drinne sitzt. Und nun müsst ihr jetzt nur noch mit dem Auto zurück zu eurer vollen Garage fahren und dann bekommt ihr auch schon die Meldung, dass eure Garage voll mit Fahrzeugen sei und dass ihr jetzt hier nun ein Auto austauschen müsst. Und diese Meldung bestätigt ihr jetzt ganz einfach mit der X-Taste. Habt ihr das nun gemacht, dann bekommt ihr nun einen Blackscreen, sprich einen schwarzen Bildschirm, der jetzt nicht mehr enden wird, bis euer Freund nun die Garage bzw. das Apartment von euch verlassen hat. Und deshalb solltet ihr ihm jetzt nun Bescheid sagen, dass er jetzt nun eben genau das macht und aus eurer Garage bzw. aus eurem Apartment rausgeht. Und sobald euer Freund jetzt nun draußen gespawnt ist, wird euer schwarzer Bildschirm verschwinden und ihr seid wieder zurück in eurer Garage. Und nun müsst ihr jetzt einfach nur noch einen LG RH8 oder das Auto auswählen, welches ihr opfern wollt und schon habt ihr das erste Auto dupliziert und es stehen jetzt auch schon direkt zwei LG Retro Customs bei euch in der Garage. Und nun könnt ihr auch direkt auch schon das nächste Auto duplizieren und dafür müsst ihr jetzt nun erstmal wieder euren Freund zu euch ins Apartment bzw. in die Garage einladen über das Interaktionsmenü. Und wenn ihr das jetzt nun gemacht habt, dann lauft ihr jetzt nun wieder zu dem Auto zurück, welches ihr euch duplizieren wollt und dann steigt ihr erneut in dieses Auto ein. Und sobald euer Freund jetzt nun bei euch drinne ist, dann öffnet ihr erneut euer Pausemenü, geht erneut wieder auf eure Karte und teleportiert euch ganz einfach nach draußen in die Nähe von eurer Garage, wo ihr ja gerade eh den Glitch am Machen seid. Und nun wiederholt sich das Ganze immer und immer wieder, denn nun müsst ihr jetzt mit dem Auto wieder zurück auf eure Garage zufahren, so dass ihr wieder die Garagenvollmeldung bekommt und diese bestätigt ihr dann erneut mit der X-Taste. Und sobald ihr jetzt nun im Blackscreen, sprich im schwarzen Bildschirm drinne seid, sagt ihr eurem Freund nun Bescheid, dass er jetzt nun an dieser Stelle eure Garage bzw. euer Apartment wieder verlassen soll. Und sobald euer Freund nun wieder draußen vor eurer Garage gespawnt ist, dann werdet ihr auch schon in eurer Garage spawnen. Und nun müsst ihr nur noch einen LG RH8 oder ein Auto, welches ihr nicht mehr braucht, auswählen und schon habt ihr das nächste Auto dupliziert. Und ja, das könnt ihr jetzt so lange machen, bis eure Garage komplett voll ist. Ich habe mir auf jeden Fall eine volle 10er Garage in circa 5 Minuten komplett voll dupliziert und deshalb kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch all eure Garagen voll macht, denn dann habt ihr definitiv in Zukunft keine Geldprobleme mehr in GTA Online, egal wie teuer das nächste DLC in GTA Online werden wird. Aber bitte vergesst nicht das Verkaufslimit im Los Santos Customs und deshalb verkauft bitte niemals zu viele Autos auf einmal. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr alle 2 Stunden 2 Autos verkauft und nie mehr als 7 Autos alle 30 Stunden, denn dann kann euch auf jeden Fall niemals etwas passieren in Sachen Anti-Cheat-System und Verkaufslimits. Abschließend möchte ich euch jetzt noch kurz zeigen, was passiert, wenn ihr den Glitch alleine machen wollt, beziehungsweise wenn ihr euch mit einem Auto aus der Garage raus teleportieren wollt, wenn kein Freund von euch in der Garage beziehungsweise in eurem Apartment drinne ist. Denn dann wird das Auto, wie ihr jetzt hier gerade auch schon im Video sehen könnt, instant verschwinden, wenn ihr draußen angekommen seid, weil eure Garage jetzt nicht mehr aktiv geladen ist und dann auch logischerweise nicht mehr das Auto, in dem ihr gerade drinne seid und deshalb müsst ihr den Glitch leider zu zweit machen. Aber trotzdem finde ich, dass dieser Glitch der beste und auch der schnellste Money Glitch aller Zeiten in GTA Online ist und deshalb nutzt ihn auf jeden Fall so richtig aus. Sollte noch was unklar sein zu diesem Glitch, dann schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare und dann wird euch, denke ich mal, dort geholfen werden. So, ich werde das Video jetzt aber mal so langsam an dieser Stelle hier beenden und deshalb wünsche ich euch jetzt noch einen hammergeilen Tag und wenn euch das Video gefällt,
gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.